Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Premium Hotelbau. In diesem Video heute möchten wir euch einmal die beiden Taranis X90 Plus Special Edition 2019 Version vorstellen. Die Carbonfiber Version habt ihr ja schon in einigen Videos von uns gesehen. Jetzt heute haben wir auch mal noch die andere Farbe, die ebenfalls sehr beliebt ist dabei, und zwar die Farbe Nachtblau. Wie man schon sehen kann, die beiden sind optisch ganz unterschiedlich und alleine schon der unterschiedliche Farbton macht, das sind beide völlig verschiedene Fernsteuerungen. Die Carbonfiber ist in einem Dark Carbon Fiber Ton gehalten, das heißt, wer die alte, also Anführungszeichen alte, vor 2019 Version kennt, hat einen helleren Carbon Fiber Ton gehabt und das ist jetzt eben ein dunklerer Ton, der aber wirklich auch sehr schön und edel wirkt. Hingegen die Nachtblaue, leicht glänzend, ein schöner dunkler Ton, aber was hier das große Unterschied ist, ich würde das Ganze auch mal umdrehen, ihr seht, wenn ich diese vorsichtig auf den Deckel lege, seht ihr, die ist komplett Carbon Fiber, also ist komplett getunkt worden, in einem Bad. Und hier ist es so, dass nur die Vorderschale farbig ist und die Rückseite ist in dem Fall ganz klassisch schwarz. Das heißt, der Sender, der Nachtblau, ist von hinten auch sehr schlicht gehalten, hat im Prinzip die gleiche Rückseitenfarbe wie zum Beispiel die silberne oder die normale Version, die nicht Special Edition, die eben auf der Rückseite auch nur schwarz sind, in den Anführungszeichen. Ist wirklich ganz schön, wirkt von hinten auch wieder ganz aufgeräumt. Man sieht einfach, es ist tatsächlich so, dieser Farbunterschied macht das Ganze wirklich unterschiedlich. Man kann nicht sagen, was schöner ist. Jeder hat da seine eigene Präferenz. Wir finden wirklich beide schön. Auch das Nachtblau ist sehr schön rausgekommen. Ist auf jeden Fall auch mal was anderes und ergänzt die Farbpalette sehr schön. Wenn wir gerade auf der Rückseite sind, wie vielleicht in einem anderen Video schon gesehen, ist es so, dass die neue Taranis jetzt zwei S-Lipo unterstützt. Das Batteriefach ist gleich geblieben und da bieten wir zum Beispiel ein passendes Lipo an von GenSace. Das ist ein 2S 2600 mAh Akku. Der passt im Prinzip saugen. Ist im Prinzip saugen das Batteriefach. Seht ihr schon an der Rückseite, der würde quasi dann so da reingehen und das passt perfekt. Ihr könnt auch als Neuheit dann den Akku direkt über den Sender per USB laden und braucht kein externes Netzteil mehr, wie eben bei den vorherigen Versionen. Jetzt haben wir die beiden Sender nochmal umgedreht. Kurz zu den Features, wer es noch nicht kennt. Die 2019 Version in der Special Edition hat eben als besonderes Highlight Access Firmware, das bedeutet bis zu 24 Kanäle, Access Protokoll, neue Technik, neues Mainboard ist verbaut, das bedeutet, die Fernsteuerung hat mehr Leistung, auch für LoRa-Scripts und sonstiges in der Zukunft, das heißt, man ist hier auf jeden Fall für die Zukunft gut gerüstet. Was sie noch hat, sind, wie schon aus der alten Sender beliebt und bekannt, die eben neuen Halssensor-Gimbals, das heißt, die ganzen Gimbals, sowohl bei der als auch bei der, sind eben die bekannten im neuen Gimbals. Ihr seht schon, auf der Mode, wen sie nicht kennt, die eine sitzt in Mode 1, die ist in Mode 2. Man kann den Mode zwischen allen vier Modi bequem umstellen. Auf der Rückseite habt ihr da eine Schiene, den Sender öffnen, könnt ihr das über die Schraube einstellen. Auch dazu haben wir ein Video veröffentlicht, das heißt, das könnt ihr jederzeit selbst in ein paar Minuten machen, wenn ihr das machen wolltet. Kurz zu den allgemeinen Features noch. Was haben die beiden noch? Wie schon vor kurz gesagt, Funktion USB-Laden ist auch ein großes neues Thema, unterstützen jetzt alle 2019er Taranis-Versionen, also die X9-Version in dem Fall. Besonderes Highlight der Special Edition noch ist die Para-Trainer-Funktion. Und das bedeutet, dass die beiden kabellos Trainer gebunden werden können. Nicht nur die beiden untereinander, sondern ihr könnt auch zum Beispiel die neue Horus damit binden oder die X-Lite Pro, also der kleine Handsender, könnte auch Para, also Wireless, miteinander verbunden werden und man hat dann quasi kein Verbindungskabel mehr, sondern kann das ganz klassisch nebeneinander nutzen, ohne verbunden zu sein. Auch dazu haben wir ein Video veröffentlicht, ihr könnt euch anschauen, wie das Ganze funktioniert. Genau, was wir jetzt mal noch kurz ins Bild holen wollten, einfach auch um die Farben vielleicht ein bisschen besser darzustellen, ist die klassische X9 Lite, das ist im Prinzip die geschrumpfte Version der X9D Plus. Das haben wir auch schon mal vor einer Weile vorgestellt und da gibt es eben auch ein Blau schon, dann seht ihr mal, wie die ganzen sich unterscheiden würden. Ich würde jetzt mal gerade die Carbon aus dem Bild nehmen. Und ihr seht schon hier, wenn ich sie hier nebendran lege, es ist ein deutlicher Kontrast zu sehen. Das ist eben dieses Blau, das die X9 Lite hat und in dem sieht man Nachtblau. Also man sieht schon, das Nachtblau ist ein wirklich schöner, dunkler Ton und das andere ist dann eher was Kräftiges, was tatsächlich auch raussticht. Natürlich sind Farben immer Geschmackssache, da hat jeder seine eigene Präferenz. Wir persönlich finden, die Nachtblau ist wirklich auch sehr schön gelungen, haben auch viele positive Kundenfeedbacks dazu bekommen und der Sender ist auch wirklich sehr beliebt. Klassischerweise ist nämlich eher so, dass die Carbontöne im Prinzip einen deutlichen Umsatzvorteil haben, zumindest so, wenn man sich rückblickend die vier Farben anschaut, die es vorher gab. Bei der Taranis hier ist es so, die Nachtblau ist mittlerweile wirklich auch ein sehr beliebter Sender und mal was anderes, das heißt derzeit ist es noch nicht so beliebt, die ist auch ein bisschen später released worden als die Carbon-Version, das heißt wer zum Beispiel auch sich ein bisschen abheben möchte, ist zum Beispiel der Nachtblau auch gut bedient.
Grundsätzlich WMOM, der Sender ist sehr gelungen von FreeSky, wir haben auch nichts anderes erwartet. Ihr findet ausführliche Videos, wo ihr auch alle Schalter und sonstiges seht und alle Funktionen findet ihr auch nochmal im Video der Carbon-Version, da könnt ihr euch das Ganze auch in Ruhe nochmal anschauen. Wie immer, wenn ihr noch Fragen zum Ganzen habt, könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Wir freuen uns auf eure Anfrage und wünschen euch noch einen schönen Tag.